der mir noch einen Tipp gegeben hat, auf welcher Seite ich lizenzfreie Musik herunterladen kann. Ich habe Eisen gefunden. Ach, Kohle gefunden. Soll ich das mal mitnehmen? Eigentlich haben Ja, wir genug, warum aber. nicht? Kohle kann man immer gebrauchen. Basti, wenn du noch ein bisschen Bone Meal über hast, ich pflanze dir mal hier ein paar schöne Saplings Oh, hin. eine Oder Spinne. Die du ist kannst mir die auch aggressiv. geben. Das Bone Meal, dann könntest du die mal Alles wachsen fertig. lassen, die Bäume. Okay. Oh, ich möchte gerne mal einen Apfel haben. Dafür haben wir echt gestern so lange gebraucht, um so einen scheiß Apfel daraus zu bekommen. Aber eigentlich ist jeder Je, je, 200. Blatt, jeder, ach jedes 200. Ja, ich so. Ja, weiß, ich mein glaube, Deutsch du ist mal warst ein wieder bisschen zu lange in hervorragend. Österreich. Ja. Genau, das habe ich auch gerade schon vermisst, Kai. Kai Pro. Ja. Ich weiß nicht, ob das an meinem Internet liegt oder an irgendwas anderem, aber im Moment wird bei uns nämlich die Straße so Repariert. repariert, also aufgerissen, und da habe ich nicht so tolles Internet. Und ich hoffe, dass das so in ein bis zwei Monaten soll die Straße fertig sein. Dann haben wir eine schöne Glasfaserleitung in unserer Straße. Dann hoffe ich, dass ich dann perfektes Ja, Internet perfekt, habe. denke ich mal nicht, aber ich wünsche dir trotzdem viel Glück mit deinem Internet. Ja. Ja. Ha, ich Un hab einen Apfel, ich hab einen unglaublich. Apfel. Ich habe hier ein paar Chickens gefunden. Die hacke ich jetzt einfach hier mal klein. Da mache ich uns ein paar Genau. Chicken Nuggets hin gleich. Den esse ich jetzt erstmal. Laurenz, sonst machst du schon mal ein Ich paar hab noch ein Schaf. Zäune, auf denen wir, ja Ich genau, hab in hier denen noch ein paar wir dann Zäune. noch ein paar Tiere, sag ich mal, bewirtschaften können. Ja, ich würde sagen, Wer dass wir hat noch mal hier einen diese... großen. Ja. Ja, Kai, sprich dich aus. Wer hatte noch mal hier diese Saplings für diese weißen Bäume? Wenn wir davon noch einen Baum pflanzen würden und den noch abhacken, dann könnten wir den Baum noch weiter runterführen, weil ich finde, das sieht ein bisschen komisch aus, wenn Nein. der Baum direkt an der Das Wasseroberfläche soll ist. doch fliegen, Was steht denn Kai. hier? Destiny Game Zone. Wollen wir eine Destiny Runde Game. schlafen gehen? Wie wär's? Der ist beschlagnahmt, der Baum. Ach so. Wir könnten ja aus dem Baum irgendwann mal ein Baumhaus Und bauen. das. Okay. Das wäre sicherlich eine Ja, schöne also das ist jetzt Ranch-Übersicht. unser Vielleicht Destiny könnten wir Game es sogar Zone Baum, direkt machen. meinst du? Oder. Okay. Das ist Ja. also unser Baum der Ewigkeit. Des YouTube-Channels Destiny Game Zone. Also immer wenn ihr irgendwelche Fragen habt, immer zu dem Baum und der Baum beantwortet eure Fragen. Gut, seid ihr mal alle so dafür bereit, dass wir schlafen gehen? Oh. Bin schon hinter dir. Ah, mein Kopf rastet wieder aus. Ich weiß nicht, wie das kommt. Ja, ich Ich sehe und euch Kai unten sind jetzt gerade. auch unterwegs. Genau. Ich habe gerade noch ein bisschen Wasser aufgefüllt in dem letzten, in der letzten Rinne, Okay. sagen wir es mal so. Und da sind schon unsere Freunde. Creeper Ja. Man. Ah, ich Hey. töte mal, hol mir ein paar Erfahrungspunkte. Viel Spaß. Have fun and enjoy it, Ach würde ich so, mal danke. sagen. Ach so. Hat jemand vielleicht noch, was fehlt ich mir noch mal? Ach genau, ein paar Fäden, sag ich mal, von der Spinne. Strings, genau. Ich Faden, habe heißt es auf zwei Deutsch jetzt. Strings. Jetzt, Habt ihr das eigentlich ich auf hab's dir Deutsch? schon Ich habe es schon hochgeworfen. bestellt. Ja, ich hatte das auch erst auf Deutsch und ich habe das Englisch. wieder auf ja, auf Englisch umgestellt. Mich hat das aufgeregt. Ich kenne nämlich die Materialien, kenne ich noch so von früher, dass das alles auf Englisch war und auf Deutsch bin ich gar nicht klar gekommen und das hat mich Ja, so muss man immer aufgeregt. gucken, ne? Habe ich Und das gedacht, ist ja komm, was unterschiedlich, soll's. wer womit besser klarkommt. Ich habe es nochmal auf Deutsch, um den Zuschauern es einfach mal zu zeigen. Habt ihr Redstone, dann könnte ich euch nämlich eine schöne Und das. Nein, haben automatische wir Doppeltür nicht. bauen. Und Kai. Schade. Ja. Haben wir keinen Redstone mitgenommen? Oh. Und Kai, außerdem kann jeder Vollidiot eine doppelte Redstone-Tür hat jetzt machen. jemand noch ein paar Faden? Lau und zu. Darf man bitte? Fäden, Ja, ich habe Faden, zwei Stück. Fäden. Tut mir leid.
Aber nee. Essen für mich wäre nett. Wie geht das nochmal? Ich hab mich schon mal schlafen gelegt. Ich warte hier auf euch. Ich hab keins. Nick, ich komm zu dir. Ich leiste dir Gesellschaft. Ah, nee, dann geh ich wieder runter, ey. Oh. So seid ihr. Da. Oder so. Kann sein, dass wir keinen Stein mehr haben. Ich hab ein bisschen Stein, aber auch nicht mehr gerade viel. Ich hab ganz viel Stein. Ja, dann geh mal so ein Stack. Ja gut, ich würde... Ah, wir haben ja noch unsere... Lauren. Ich hab 24 Strings, wer die möchte. Ich hab noch 23 weiße Wolle. Ich färb die mal mit unserem Cactus Green, was wir uns mal erstellt haben, ein wenig. Weil wir aus diesem Cactus Green und dieser Wolle uns wahrscheinlich einen schönen Teppich bauen wollen. Genau. Wie, das werdet ihr dann irgendwann jetzt sehen. Jetzt würde ich sagen, legen wir uns erstmal ins Bettchen. Ich warte auf euch. Ihr könntet auch vielleicht aus Wolle, könntet ihr so einen schönen Destiny Game Zone Logo Teppich bauen. Ja, da lassen wir uns noch was einfallen. Ah, Lauritz und ich haben das schon so eine relative Vorstellung. Und Tobi kann sich ja das Logo ausdenken, der ist ja so ein bisschen für die Intros auch in den COD-Montagen verantwortlich. Also die sind auch sehr gut, wenn ihr einfach mal auf unserem Channel, also auf den Channel von Destiny Gamezone guckt, dann findet ihr da auch ein paar Montagen. Und Basti ist da sozusagen der Hauptakteur und die anderen leisten ihm Gesellschaft, weil Basti ist ein sehr guter Spieler, also ein sehr guter Ego-Shooter-Spieler. Kein Problem. Ja, genau. Ich sag ja nur die Wahrheit. Wenn ihr auch mal andere Spielvorschläge hättet, zum Beispiel andere Online-Spiele oder was euch so einfällt, könnt ihr es einfach in die Kommentare posten. Und da können wir uns mal überlegen, ob wir vielleicht auch irgendwann mal zwischendurch was anderes anfangen. Oder halt was zusammenschneiden von anderen Online-Games, so wie zum Beispiel so eine Montage halt. Genau. Das müssen wir uns dann alles nochmal überlegen. Hohoho. Ho, ho. Wer hat denn bitte schon hier das Wasser reingemacht? Das sollte ein Weg werden. Ach so. Geil. Oh. Warum baut ihr das mit Stein zu? So, ich würde sagen, das Holz hauen wir auch mal raus und machen da einen Weg draus, oder? Nein, ich finde, hier vorne sieht der Holzweg irgendwie besser aus. Das passt so irgendwie zur Umgebung, wenn das so alles so bäuerlich ist. Das wird ja alles schöner aussehen, wenn wir noch hier, wie heißt das, wenn das Gras hier dann drauf wächst auf dem Dirt. Ich habe hier noch 6 Blümchens, klatsche ich uns mal hier rein. Hier an unserem Baum hier so drum rum irgendwie. Was sind das denn jetzt für Steine, wenn ich mal so fragen darf? Das sind diese neuen Steinziegel, heißen sie auf Deutsch. Ich glaube, die heißen auf Englisch Stone Bricks. Und das sind halt aus 4 Clean Stones. Einfach 4 Clean Stones in einem Viereck aneinandergereiht. Und ich finde, die sehen besser aus als die normalen Clean Stones. Ja. Also so im letzten Jahr oder im letzten halben Jahr, finde ich, hat sich Minecraft extrem entwickelt. So, wenn man das mal mit früher vergleicht, da sind jetzt Möglichkeiten, die man machen kann. Das da stimmt. Hat man früher gar nicht dran gedacht. So, wir kennen das ja alle noch aus der Alpha-Version. Nein, und kennst du nicht, Karl. Doch, ich habe auch noch in der Alpha gespielt. Sicher? Ja, glaube ich nicht. Aber... Ja, ich habe selbst damals haben wir schon zusammen gespielt. Dann als Basti und Kai relative Amateure waren, fand ich es immer ganz witzig. Kennengelernt haben, sondern wir auf euren TS gekommen sind und nachher dann erst zusammen Minecraft gespielt haben, obwohl wir das Spiel schon viel früher kannten. Ja. Genau. Und dann haben wir halt auch online gespielt. Basti und Kai fanden das immer ganz witzig, mein Haus da mit irgendwelchen Stein und irgendwelcher Erde von innen und von außen zuzubauen. Die finden nämlich, das sieht nämlich viel schöner aus als die normale Wand. Ich wollte ein kleines Häuschen hinbauen, habe ich gedacht. Das passt aber alles nicht. Was haltet ihr davon, wenn wir hier so in der Mitte Kakteen anpflanzen? Hier, wo ich also ihr könnt das Haus auch direkt aus Holz bauen. Ich finde, das passt ein bisschen besser zu so einer Farmhütte. Außerdem, jetzt mal, weil
Ach so, aus dem. Nee, also ich meinte aus diesem Holz. Guck mal. Apropos Nick, du hast ja gerade gemacht mit Kaktus. Kakteen. Entschuldigung. Wo man. Kakteen. Ach ja, klar, können wir machen. Ja, können wir machen. Hier so in der Mitte, das sieht doch ganz schick aus, oder? Kakteen wachsen auf Sand, genau. Ja, bin dabei. Machen wir dann hier den restlichen Platz für die Tiere. Also wir bauen dann hier noch so ein Hütchen hin und zäunen den Rest auch hier und ein bisschen in den Berg reinbauen. Hier also zwischen das Hütchen jetzt. Oder? Wie findet ihr das? Ja, ich weiß nicht, ob das so gut zu so einer Farm passt, wenn das so eine Höhle ist. Ja, dann müssen wir es hier irgendwo hinbauen. Oder wir bauen hier einfach noch was dran. Wir können hier einfach die Erde weiter abbauen und dann bauen Guck wir mal, so da unten steht ein Creeper-Mann. Was haltet ihr von der Idee? Ihr könnt ja mal kurz gleich schauen. Ich habe so hier zwei. Vor. Oh, oh, oh. Ich habe hier vor jeden Abschnitt unserer Plantage. Ui. In den Boden zwischen die Holzplanken habe ich so eine Kiste reingebaut. Da können wir dann immer unsere Sachen machen. Ne? Ja. Kakteen kann. Ja, hier ein Creeper.